Eine coole Tönung kann ziemlich lässig aussehen. Am Auto die Scheiben mit einer Folie abdunkeln, das ist schnell gemacht und das ist auch gar nicht teuer. Aber Achtung, das kann ziemlich schnell ziemlich teuer werden. Denn nicht alles, was cool aussieht, ist auch rechtlich zulässig. Damit ihr auch beim Thema Tönung im Auto immer den richtigen Durchblick habt, erklären wir euch die wichtigsten Regeln zu Aufklebern und Folien in diesem Video. Mein Name ist Alexander Sievers, ich bin Clubjurist des ADAC. Und damit ihr bei allen Rechtsfragen rund ums Auto immer auf dem Laufenden bleibt, abonniert am besten gleich unseren Kanal. Anfangen möchte ich mit den Folien. Die wichtigste Regel hierzu lautet: Auf der Windschutzscheibe darf auf keinen Fall eine Folie angebracht werden. Das betrifft die Dämmungsfolien gegen Sonneneinstrahlung, aber auch Splitterschutzfolien. Das Bekleben der Windschutzscheibe mit Folien bringt die allgemeine Betriebserlaubnis zum Erlöschen. Bitte haltet euch auf jeden Fall an dieses Verbot, denn die Polizei hat hier keinerlei Ermessen. Wenn sie dieses feststellt, muss sie einschreiten. Und was ist mit den vorderen Seitenscheiben? Hier gilt das Gleiche wie bei der Windschutzscheibe. Eine Folie darf hier auf keinen Fall angebracht werden. Und was gilt für alle weiteren Scheiben ab der B-Säule, also die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe? Da muss man sagen, da geht noch was. Man sieht ja auch zahlreiche Autos, wo dieses nachträglich angebracht wurde, also eine verdunkelte Seiten- oder Heckscheibe. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr jedwede Folie auf diese Scheiben aufkleben dürft. Auch hier gibt es genaue gesetzliche Regeln. Ihr dürft hier nur Folien verwenden, für die eine Bauartgenehmigung nach der Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO erteilt wurde. Tja, und wie weiß man das? Eine solche legale Folie, die ihr im Fachhandel erwerben könnt, hat immer eine entsprechende Bescheinigung in der Verpackung beigefügt. Dieser Abdruck der Bauartgenehmigung, den müsst ihr mitführen und eventuell bei einer Verkehrskontrolle vorzeigen, wenn es nicht in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist. Ja, und was ist, wenn nicht ich die Folie selbst verklebe, sondern in einer Werkstatt dieses durchführen lasse? Da gilt sinngemäß das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Eine seriöse Werkstatt beklebt nur die Scheiben, die erlaubt sind, mit einem Produkt, das zugelassen ist. Kommen wir nun zum zweiten Teil, zu den Blendstreifen. Manche nennen diese auch Scheibenkeil und zu Aufklebern auf der Scheibe. Ihr könnt es euch sicherlich schon denken, auch hierzu gibt es genaue Regeln, die ihr absolut genau beachten solltet, damit es bei der nächsten Hauptuntersuchung oder bei einer Polizeikontrolle nicht zu Problemen kommt. Ohne jegliche Diskussion ist das Sichtfeld des Fahrers absolut tabu. Hier dürfen keine Blendstreifen, Aufkleber, Vignetten oder eine Umweltplakette aufgeklebt werden. Tja, was aber ist nun das Sichtfeld des Fahrers? Das Sichtfeld des Fahrers ist wie folgt definiert: Ein Feld von 30 mal 30 Zentimetern, also ein DIN A4-Papier, der Breite und der Höhe nach über dem Mittelpunkt vom Lenkrad des Fahrzeuges. Aber in welchem Ausmaß sind Aufkleber und Blendstreifen auf den Scheiben sonst allgemein erlaubt? Hier gilt vor allem die Generalklausel, dass die Sicht des Fahrzeugführers nicht beeinträchtigt sein darf. Die Gesamtfläche eines an Scheiben befestigten Aufklebers darf 0,1 Quadratmeter, also 20 mal 50 oder 10 Zentimeter Länge und 1 Meter Breite nicht überschreiten. Und es darf nicht mehr als ein Viertel der Scheibenfläche insgesamt beklebt sein. Zudem darf die Scheibeneinfassung niemals von Aufklebern beklebt sein. Was droht an Strafen, wenn ich mich nicht an die Regeln halte? Im Fall einer unzulässigen Folie oder eines unzulässigen Aufklebers drohen in leichten Fällen Verwarnungsgelder bis zu 25 Euro. Ist aber die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und die allgemeine Betriebserlaubnis durch das Bekleben erloschen, so gibt es ein Regelbußgeld in Höhe von 90 Euro und einen Punkt in Flensburg. Also wie gesagt, Tönung kann cool sein, muss es aber nicht.